Hallihallo, wir haben den 2. Juni. Wir haben 17:43 Uhr. Der DAX schließt auf einem neuen All-Time-Hoch Schlusskurs, 15.587,54. Ich höre keine Champagnerkorken, kein Tetere, es gibt keinen Kuchen. Totenstille. Schon merkwürdig, oder? Also, was ich, das habe ich schon anders erlebt. Es kommt irgendwie keine richtige Freude auf. Eins vorab, ich weiß nicht, ob ich am Freitag den Film schon schaffe, den nächsten. Es kann sein, dass der vielleicht erst am Sonntag kommt, weil ich bin auch ein bisschen unterwegs. Vor dem Hintergrund gucke ich jetzt mal, wir haben zwar morgen Feiertag, aber es werden mit Sicherheit einige da sitzen und im Büro sein. Aber jetzt schauen wir mal, was wir hier haben im DAX. Und das ist nicht viel. Ich hole den mal ein bisschen näher ran. Es ist echt nicht viel. Es ist ein mühsames Gekleckere. Auf den ersten Blick fällt mir dieser Shootingstar hier auf. Den haben wir gleich auch noch beim 4-Stunden-Bereich. Das ist nicht schön. Ja? Wir sind Außenband raus, Innsband rein. Das obere Band ist jetzt bei 15.675. Das ist schon zumindest mal ein kleiner Widerstand, soweit ich weiß. Aber ich kenne mich mit den LJ-Wellen nicht aus. Liegt bei 15.600, zwischen 63 und 75 liegt da ein Punkt. Kann ich aber nicht, höre ich nur, höre ich ganz gern hin. Ich will wissen, wo die sind, aber nachvollziehen kann ich das nicht. Wir sind gleitende Durchschnitte positiv, wir sind in den Bändern, wir haben einen absolut, den können wir direkt eigentlich rauslassen, MACD, da ist gar nichts. Aber wir gelten als jetzt sogar mit einem klitzekleinen Verkaufssignal über die Stochastik. Dem gebe ich noch nicht so viel, das ist echt zu wenig. 79,995. Mir ist es zu wenig. Aber dieser Punkt hier, dieses Tageshoch bei, wann war denn das? Das war bei 15.687. Das ist schon, das ist ein markanter Shootingstar. Darf ich nicht mögen. Wenn wir drüber gehen, hat er nach wie vor Platz und er hält sich jede Chance offen. Es ist einfach nur ein bisschen, sagen wir es mal, enervierend. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie kaufen hier und dann knallt das Ding vor Ihren Augen runter. Ich kann vom Tag her nichts mit anfangen. Gar nichts. Ja, ich habe eine gute Unterstützung bei 15.377. Gehen wir mal in die 4 Stunden rein. Und bei 4 Stunden ist ein bisschen was anderes, weil da habe ich diesen Punkt hier, zack, bisschen hochgemacht. Und zwar, so, das ist die 15.550. Da waren wir halt auch dran. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, hier hinten auch nochmal, sechsmal. Das ist schon für mich eher, sagen wir mal, so ein markanterer Punkt. Eine gute Unterstützung aus jetziger Sicht und war auch ein guter Widerstand. Das ist der erste Punkt. Sollten wir da drunter gehen, wir sind jetzt hier beim 4-Stunden-Chart, eine Kerze 4 Stunden, ja, muss ich davon ausgehen, dass wir auch nochmal 200 Punkte, ne, was ist denn das, wo ist die 20-Tage-Linie hier, 15.525 sehen. Ja, das ist nicht viel, aber der Markt macht auch nicht gerade große Bewegungen. Bänder, nichts zu wollen. Hier auch ein Shootingstar. Ja, das war gestern dieses Hoch, das war, glaube ich, so um kurz, so um die 12 Uhr rum. Dann haben wir nach wie vor ein ganz, ganz minimales Verkaufssignal über den Trendfolger, aber in einem Bereich, wo man den nicht ernst nehmen sollte. Und wir sind ziemlich neutral über den Oszillator. Das heißt, von den 4 Stunden her ist dieser Punkt für mich wichtig und das High hier bei 15. 6,87, diese beiden Punkte. Das sind erstmal die spannenden. So, und das ist jetzt die Stunde hier. Ja, hier haben wir diese beiden Linien. Hier ist keine markante Kerze, also ich sehe keine 10- und 20-Tage-Linien, die meandern hier irgendwie rum, da ist gar nichts. Die Bänder sind enger, 15,650 zu 15,530. Wir haben nichts von der Technik. Weder hier über den Trendfolger, weder hier über den Oszillator. Wir haben lediglich diese zwei Chartpunkte, 15.550 und 15.689. Da ist nichts momentan. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ja. Da ist aber auch oftmals das Problem, dass dann aus dem Nichts, und wir haben morgen einen wahrscheinlich eher umsatzschwächeren Tag, dass aus dem Nichts da halt heftige Bewegungen kommen. Deswegen orientiere ich mich grundsätzlich an diesen beiden Marken. So, was habe ich denn für ein K.O. mitgebracht? Den hier, 15.304. Du musst den Chart hier mal ein bisschen zusammenrollen. Da sind wir deutlicher unter dem Low.
Hier 15.304 liegt hier. Das ist einer für den Fall, der hat also momentan einen 54er Hebel für den Fall, dass wir hier über das All-Time-High drüber gehen. Aber nicht nur mal so drüber geschaut, da muss er also schon über der 15.700 sein, um wenigstens mit einer Stundenkerze schließen. Das ist meine Meinung. Das ist ein 15.304er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer Gustav Heinrich 6, Friedrich Emil Zeppelin. Gucken wir mal auf den Short. Also, aus Trading-Gesichtspunkten kann ich den hier relativ nah da dran legen. Ja, hier, das passt sogar. Ein 15.882er, das ist auch ein 53er Hebel. Jetzt mache ich den Chart mal wieder ein bisschen runter. 15.882, da sind wir ungefähr ziemlich genau hier. Das passt auch. Passen heißt, in dem Moment, in dem wir hier drunter gehen, unter die 15.550, wäre der absolut in Ordnung. 15.882, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GF9M76. Also ich finde, es ist momentan leichter, die Aktien zu handeln. Da war diese Woche auch wieder, das war Volkswagen, das war Lufthansa. Da kommen immer mal wieder schönere Ideen, bessere Signale. Ich muss nicht meine Zeit hier im Index fristen, muss ich ehrlich sagen. Das wäre mir dann zu mühsam. Hey, ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ich wünsche euch einen Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.